Willkommen, heute starten die Spezialquests und gemeinsam mit euch möchte ich sie mir einmal anschauen und ein bisschen auch bewerten. Ich habe eben schon mal drauf geschaut, aber bevor wir drüber reden, und da muss definitiv drüber geredet werden, schnappen wir uns Legiana, 7 Sterne und den Guten, die Gute müssen wir jetzt umhauen. Ich habe gestern auch Rathalos 7 Sterne umgehauen. Also wir sollten hier eigentlich keine Probleme haben, wenn ich nicht zu viel Mist baue. Ja, shit, fast den Kopf erwischt, aber jetzt dafür. Oh, Glück gehabt, dass das ein perfektes Ausweichen war, weil ich bin ehrlich gesagt richtig Grütze ausgewichen. Wunderbar. So, ich traue dem Vieh nie. Deswegen mache ich auch sehr häufig Ausfallrollen nach links oder rechts. Sehr schön. Jo, die perfekten Ausweichdinger waren ideal. 2x15er Damage rausgedrückt. Bei einer perfekten Ausweichrolle haben wir, glaube ich, nicht getroffen. Deswegen konnten wir den Damage nicht mitnehmen. Aber ansonsten lief das ganz gut. Da werden wir wahrscheinlich Diablos bekommen. Shit. Aber okay, schauen wir uns mal die Spezialquests an. Und ihr hört es schon an meinem Lachen. Das hier oben sind sie. Ich nehme mal an, wir werden jetzt verschiedene Stufen haben. Hier haben wir jetzt Käfer. Dann werden wir vermutlich noch Knochen haben, Erze. Aber was ist das hier? Seltenheit 1. Wofür brauchen wir eine Quest, um diesen Bullshit zu bekommen? Hier unten Tischlerkäfer. Ja, okay. Aber seht ihr auch, habe ich auch fast 150 von. Also das hier mit Seltenheit 1, das... Ich weiß nicht. Also gefallen tut mir das definitiv nicht. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Plus wir kriegen nur 100 Jägerpunkte dafür. Eieieiei. Also ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Wirklich richtig schlecht. Ich sag mal so, wenn ich... 10 Erzkristalle bekommen. Super. Brauche ich für Aufwertung. Aber Knochen und Tischlerkäfer, ja, weiß ich nicht. Da hätte man auch ruhig noch ein bisschen mehr Zenny reinpacken können. Also die Dinger heißen Spezialquest und die Belohnung ist nicht spezial. Wenn vielleicht von den Tischlerkäfern 30, 40, 50 Stück dabei wären. Ja. Wieso nicht? Super. Aber doch nicht das. Also, weiß ich nicht. Also, ich kann mit den Belohnungen, wenn ich ehrlich bin, nichts anfangen. So, ich will mir hier erstmal das Ding hier holen. Und dann düsen wir erstmal nach oben. Unten zum 6 Sterne Rathalos. Ich habe heute wieder... Super, Respawn. Ah, shit. Oh, verdammt. Ich habe heute auch wieder ein paar Rathalos umgehauen. 6 und 7 Sterne. Aber ich bekomme halt nicht mein Seltenheit Stufe 5 Item. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich farm da schon fast einen Monat. Und es will einfach nicht droppen. Kopf wird regelmäßig gebrochen, also ein bisschen Bonus-Loot habe ich auch. Hin und wieder breche ich auch mal einen Flügel.
Aber es will halt einfach nicht droppen. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob wir die entsprechende Stufe heute gemeinsam schaffen. Ich weiß gar nicht, ob man sich überhaupt die Mühe machen sollte, die zu schaffen. Weil das, was ich da gesehen habe, war jetzt nicht wirklich der Burner. Das Gute ist, es kann ja nur besser werden. Also wir werden definitiv auch weitere Stufen haben. Aber die Belohnung, oh, die ist einfach nur Kacke. Was haben wir hier? Meilenstein, ah, okay, für Sammelpunkte 1000 Stück. Okay. Dann greifen wir uns das Ding doch gleich mal direkt. Das Leder brauche ich. Den hauen wir auch noch mal fix um. Rathian nehmen wir mit. Ja, also ganz ehrlich, ich habe mir schon gedacht, dass das mit den Quests, oh, vergessen auszuweichen, mit den Quests so eine Grütze wird. Aber irgendwo innerlich habe ich doch gehofft, dass da was Vernünftiges bei herumkommt. Aber wie es ausschaut, ist das echt einfach nur eine Gammel-Quest. Ja, kann man nebenbei mitmachen. Die Belohnung kann man auch immer mal wieder einsacken. Ist jetzt aber nicht die Art von Belohnung, wo ich mir denke, wow. So, da habe ich jetzt zwei Erdkristalle, endlich. So, da haben wir was zu looten. Also ich hoffe, die nächsten Stufen werden deutlich besser. Also das, selbst wenn ich die Dinger benötigen würde, es ist keine gute Belohnung. Ist nun mal so. Und den Müll, den wir da bekommen, den kann ich eigentlich auch einigermaßen schnell nachfarmen. Würden die uns 1000 Zenny geben, das wäre der Hammer. Aber diese 10 und vor allen Dingen Seltenheit 1. Also ganz ehrlich, die kriegst du bei jeder Pflanze, die irgendwo auf dem Screen auftaucht. Ich meine sogar, dass diese Götterkäfer in jedem Habitat auftauchen. Also das ist nicht mal ansatzweise irgendwas Seltenes. Bevor ich hier Quatsch erzähle, schauen wir nochmal drauf. Ja, hier, also bei einfachen Sammelpunkten in jedem Habitat, bei den großen Sammelpunkten im Wald. Oh Mann, oh Mann. Und hier nur bei den waldgroßen Sammelpunkten. Okay, da können wir wunderbar drüber diskutieren, dass das ein seltenes Ding ist. Aber bei dem Bullshit hier, das ist nicht ansatzweise was Seltenes. Never ever. Also, als wir angefangen haben, war ich bei 140. Jetzt sind wir schon fast bei 170. Also, und wir waren 6-7 Minuten unterwegs. Davon habe ich mich 5 Minuten beschwert. Also, wir haben hier noch nicht wirklich viel eingesammelt. Und in der Zeit haben wir schon mehr eingesammelt, als wir für die Quest bekommen. Und das ist ganz ehrlich Bullshit. Mit den Tischlerkäfern könnte das sogar auch sein. Also wenn wir gerade in einem Waldgebiet sind, um uns herum verschiedene Sammelpunkte sind und ihr Glück habt, das ist natürlich Voraussetzung, könnt ihr selbst beim Sammeln mehr von den Käfern einsammeln, als ihr für die Quest bekommt. Und das ist Bullshit. Tut mir leid, anders kann ich es nicht sagen. Oh Mann, bin ich genervt. Also, ich hatte heute schon übelste Probleme mit Lords of the Fallen. Da habe ich mich schon aufgeregt über das grottige Design von einigen Bossen.
die einfach nur Dreck waren. Und jetzt muss ich mich auch noch über die Monster Hunter aufregen. Eieieiei. Was für ein Start ins Wochenende. Da unten haben wir nochmal einen Rathalos. Sehr schön. Barot brauchen wir. Jetzt müssen wir in die Wüste gehen. Aber erstmal hauen wir den hier weg. Also was für... Ja, also ich komme über diese Quest nicht drüber hinweg. Das Ding auch noch Spezialquest zu nennen. Oh, ist irgendwie... Weiß ich nicht. Also das ist Bullshit. Das ist einfach nur Bullshit. Dann soll man lieber gar nichts machen. Als... Ja, shit. Ja, heute kann ich irgendwie diesem Angriff von Anjanat nicht ausweichen. Weiß ich nicht. Den ganzen Tag habe ich da schon Probleme. Ja, aber bevor man so ein Bullshit raushaut, vor allen Dingen, da wurden ja Ankündigungen geschrieben, die Leute wurden gehypt, dann gab es wahrscheinlich wieder sehr viele Leute, die spekuliert haben, wie geil das doch sein wird und alles. Und dann kriegst du da so einen Haufen vorserviert. Ich kann es nicht verstehen. Aber okay, es ist, wie es ist. Ändern können wir es nicht. Aber wer weiß, vielleicht ist ja auch von euch da draußen einer, der sagt, wow, geil, beste Quest aller Zeiten. Kann ja sein, man weiß es nicht. Aber für mich ist das halt eine Drecksquest. Ups. Vergessen, am Anfang direkt wegzuspringen. Und weg ist er. Dann düsen wir hier einfach mal straight rüber. Und kommen dann jetzt... bei Yagras raus, das ist gut. Versuchen wir uns gleich noch ein Rathalos. Also Rathalos ist auf jeden Fall knackig. Damage reicht aus. Ups. Also für Rathalos reicht der Damage aus. Ich darf halt keine fangen. Und ich darf auch keinen Blödsinn machen. Und wenn er in der Luft ist, muss ich halt auch ein paar gute Treffer platzieren. Also, als ich den jetzt die letzten Male gemacht habe, zwischen 5 bis... Shit. Ich muss mich mal ein bisschen mehr konzentrieren. Zwischen 5 und 10 Sekunden sind übrig geblieben. Also, sehr, sehr knapp. Deswegen bin ich gespannt, wie es hier gleich ausschaut. So, aber das Gute ist... Na, komm schon. So, das Ding greifen wir uns. Ich muss noch mal eben schauen. Ja, Quality steckt viel Arbeit in die Untersuchung der Anomalie. Ja, hätte man vielleicht mal ein bisschen mehr... Arbeit in die Quests investieren sollen. Oder in die Belohnung. Also auf den Bildern da oben sehen wir diese Tischkäfer und Götterkäfer. Gut, das ist die erste Phase. Danach kommt vielleicht Knochen oder Erz. Die werden auf jeden Fall beide auftauchen. Und dann höchstwahrscheinlich noch Zennies, wenn wir ein paar Monster umhauen.
Ja, aber trotzdem, also tut mir leid, aber damit wird man kaum einen Spieler wirklich weiterhelfen können. Ich glaube, Jägerrang 9 oder so ist erforderlich. Ja, wenn man ungefähr auf dem Niveau unterwegs ist, bringt das höchstwahrscheinlich noch was. Aber alle, die irgendwie mal eine Woche Zeit in das Game investiert haben, werden doch mit der Belohnung nichts anfangen können, mit Ausnahme der Zennies. Ah, shit, zu spät reagiert. Ah, nur das Bein erwischt. Was war das? Ich hämmer hier die ganze Zeit drauf Rathalos ein und Madame macht hier eine Rolle rückwärts. Das ist nicht gut. Oh, das war knapp. Kommst du auch langsam mal runter hier? Ah, komm, 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 komm. Ja, okay, das wird was. Und den Schwanz noch abgesäbelt. Sehr schön. Also Rathalos werden wir auch questtechnisch auf jeden Fall hinbekommen. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Der einzige, wo... Oh, sehr geil. Der einzige, wo ich mir Gedanken mache, ist Diablos. Alle anderen sind für mich easygoing. Nicht der Rede wert. So, und dann können wir in diesem Set endlich den letzten Boni, den letzten Feuerboni freischalten. Gib ihm. Ah, geil. Geil, geil, geil. So, auf die Stufe hochziehen. Sehr schön. Boah, 936 Elementar. Das ist auch der höchste Wert. Wir müssten hier, genau, 5 auf Feuerelementar. Da unten die letzte Stufe, 500. Nice. Ja, damit haben wir dieses Set komplett. Hier brauche ich noch die Erdkristalle, um das Ding hier auch noch mal ein bisschen hoch zu pushen, damit wir auch hier überall im roten Bereich sind. Und natürlich mein Rathalos Helm, dadurch, dass wir hier Feuerangriff eine Stufe bekommen, habe ich den noch mal aufgespart, weil mein Feuerset hat Anjanat. Hier habe ich 2 Feuerangriffe. Ja, Rathalos hat auch nochmal Angriffsboost drauf. Also am Ende des Tages wird das wahrscheinlich mit den beiden Kopfdingern Kopf an Kopf rennen. Haha, Wortspiel. Ja, wird wahrscheinlich ein Kopf an Kopf rennen werden. Aber ich habe mich erstmal so entschieden. Rathalos wird ja auch nochmal hochgezogen auf die entsprechende Stufe. Von daher sollte das passen. Ich muss mal eben schauen. Da hatten wir doch glatt ein technisches Problem. Aber in der Zwischenzeit konnte ich ein bisschen was erledigen. Und wir haben auch die erste Stufe der Daily besonderen Quest, für die wir noch einen Tag 20 Stunden haben. Erlege Monster in der Wüste. Ah, das hätte man wunderbar mit dem kombinieren können, was ich gerade gemacht habe. Shit. Aber gut, hier bekommen wir Monsterknochen Seltenheit 3. Ja, dadurch, dass ich sehr selten in Wüsten unterwegs bin, ist das eine coole Belohnung, aber 10 Stück? Ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt Knochen benötige, sind das meist 30, 40 Stück. Da sind 10 jetzt nicht ganz so viel. Aber wir nehmen alles, was wir kriegen können. Dann kann man ja schon mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass die nächste Stufe Erz sein wird.
ich habe den Wirbler heute noch nicht einmal hinbekommen. Aber dafür können wir dem hier ausweichen. Ist auch geil, ne? Rathalos Stufe 7 wunderbar durchgekommen. Hier Ratian 4 Probleme. Oh, Stufe 5 sogar. Ich habe ihm Unrecht getan. Wir brauchen jetzt Barot. Das heißt... Nee, darüber schwimmen geht nicht. Also entweder Barot suchen. Oh Mann, das wird... Das wird interessant. Aber Gyros nehmen wir mit. Den können wir nochmal umhauen. Ja, am Anfang habe ich das Vieh absolut gehasst. Ich konnte den auf den Tod nicht ab. Aber mittlerweile funktioniert er ganz gut. Ich glaube, ich mache mal Folgendes. Ich düse los, versuche mal ein paar Barots mir zu organisieren, damit wir in dem Bereich weiterkommen. Aber vor allem auch die Spezialquests weitermache, in der Hoffnung, hier noch zu erfahren, was die dritte Stufe ist. Wird wahrscheinlich Erz sein. Dann würde ich aber das hier, da hinten haben wir einen Barot, aber die Erze würde ich dann jetzt auf jeden Fall nicht antasten, damit wir dann gleich Wald hatten wir, Wüste hatten wir, danach wird Sumpf kommen und dann können wir hier alles abgrasen, was hier noch so am Start ist. Deswegen seid mal gespannt, wenn ich euch wieder reinhole, wie weit wir dann wirklich vorangeschritten sind. Ein bisschen konnte ich was erledigen, aber leider noch nicht alles. Und zwar hier oben die beiden Aufgaben sind jetzt abgeschlossen. Ja, wie nicht anders zu erwarten. Im Sumpf müssen wir jetzt Steine sammeln. Und da, wo ich gerade bin, haben wir auch ein paar Steine. Wenn wir jetzt gleich weiter die Straße lang gehen, kommen noch mal ein paar mehr Steine. Wir müssen ja aber auch noch 20 Monster im Sumpfgebiet umhauen. Da nehme ich jetzt auch einfach mal die kleinen Viecher. Na? So, da haben wir ihn erwischt. Also auch die kleinen Viecher nehmen, damit wir schnell auf 20 kommen. Und dann können wir einmal weiterlaufen. Aber schnappen uns das große, dicke Vieh. Also gerne würde ich mit euch nochmal eben die Erze machen wollen. Aber ich nehme mal an, danach werden wir Zennies bekommen. Und ich nehme jetzt mal stark an, dass wir dafür Monster umhauen müssen. Wir müssen ja hier sowieso auch immer Monster umhauen, ja. Aber dass es dann vielleicht eine Doppelmonster-Aufgabe gibt. So, hier nochmal schnell einsammeln. Dann greifen wir uns ihn, aber müssen auch nochmal weiter düsen. So, das richtige Set ist angelegt. Ich meine, das nächste Event, was uns ereilen wird,
wird ja auch Liliana sein. Shit, den großen Finisher. Daneben gesammelt. Ah, shit. Also das nächste Event ist, glaube ich, das Legiana-Event. Werden wir uns auch einmal anschauen, aber... Na? Da hat ja das Ausweichen überhaupt nicht funktioniert. Ja, aber wie jedes Event wird es da wahrscheinlich ein Zeitfenster geben, wo dann Legiana deutlich häufiger auftaucht, vermutlich zum Wochenende hin, wie es immer der Fall sein wird. Und wenn ich dann entsprechend die Zeit finde, werden wir das gemeinsam machen. Den greifen wir uns auch nochmal eben schnell. Okay, da haben wir nochmal ein bisschen benebeln können. Kopf brechen, sehr schön. Und down ist er. Ich wollte ja immer noch eine Eiswaffe zusammenbasteln. Das wäre eventuell dann auch die Möglichkeit, das zu machen. Oh, hier haben wir einiges. Na, komm schon. Der Gerät ist zu langsam, um das hier alles vernünftig zu verarbeiten. Ja, auf die Monster kommen wir ohne Probleme. Jetzt muss ich mal eben schauen, wenn wir... hier lang trödeln, dann kriegen wir die da unten auf jeden Fall. Den hauen wir nochmal um. Dreimal Leder, sehr schön. Ja, da haben wir auch nochmal ein bisschen was da oben auch. Das sieht gut aus. Ja, um die Monster mache ich mir gar keine Gedanken. Das kriegen wir ohne weiteres hin. Ja, vor allen Dingen, wenn hier so viele kleine Viecher sind. Sehr schön, noch 5 Monster. Die werden wir da oben auch ohne Probleme hinbekommen. Erstmal hier den dicksten. Ja, komm. Da machen wir mal Easy Mode. Ich bin mal gespannt auf die Zenny Quest. Also es wäre natürlich schön, wenn wir mehr als 1000 Zennys bekommen würden. Aber ganz ehrlich, das bezweifle ich. Vielleicht, wenn es dann nochmal eine Runde gibt, dass man dann ein bisschen mehr bekommt. Aber mein Bauch sagt irgendwie, nein, das wird nicht passieren. Ja, weil ich so garstig zu diesem Spiel bin, oder eher gesagt zu den Quests heute, hat mich das Spiel direkt bestraft und aus dem Game rausgeworfen. Aber das ist auch kein Problem. Hat ja sowieso ein bisschen geruckelt und geleckt. Vielleicht sind ja jetzt diese Probleme nicht mehr da. Wir müssen uns jetzt hier kümmern um Monster. Da haben wir nochmal ein bisschen benebelt. Oh shit. Ja, da hat er einen Doppelsprung auf mich drauf gemacht. Gut, er ist jetzt nur Stufe 4. Ja, das... Ich bin ausgewichen und 2 Sekunden später hat er reagiert. Das war nicht gut, aber gut. Es ist am Ende vernünftig ausgelaufen. Für uns. Wir haben hier keinen Nachteil. Also egal.
Gut, dann machen wir einfach mal selbes Spiel wie vorhin. Ich mache ein bisschen weiter. Werde die Quests jetzt abschließen. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn diese beiden Brocken hier erledigt sind. Und siehe da, die Quests sind abgeschlossen. Wir greifen uns mal direkt unsere Belohnung. Und wer hätte es gedacht, wir müssen Monster umhauen. Aber wir bekommen sogar 2000 Zenny. Wir bekommen das Doppelte dessen, was wir normalerweise bekommen hätten. Oder auch bei unseren Dailies bekommen. Das ist gut. Wir bekommen quasi 6000 Zenny für 9 Monster, die wir umhauen müssen. Das ist eine sehr gute Ausbeute. Das ist sogar eine sehr exquisite Ausbeute. Ich schau mal, was möglich ist, ob ich es in der nächsten Zeit schaffe, alle diese Monster einzusacken, umzuhauen, um euch zu zeigen, was eventuell danach noch folgt oder ob das eventuell schon der letzte Step ist. Lasst euch mal überraschen, ob ich das hinbekomme. Ansonsten werden wir das dann in der nächsten Folge machen. Und wir können mal in aller Ruhe schauen, ob es hiernach noch eine weitere Quest gibt oder ob die 6000 Zennys das letzte waren. Ja. Danach sieht's aus. Also, damit sind wir durch mit den Spezialquests. Einmal gibt's Käfer. Einmal gibt's Knochen, Erze und einmal 6000 Zenny. Die 6000 Zenny sind das Beste. Aber ich habe immer noch Bauchschmerzen mit diesem Event. Also die ersten drei Belohnungen brauche ich persönlich jetzt nicht. Die 6000 Zenny sind gut, aber wenn man ein Spezialevent besondere Quests ankündigt und dann am Ende des Tages das geliefert bekommt, ist für meinen Geschmack ein bisschen wenig, nicht wirklich kreativ. Aber okay, abgesehen von den Zennys ist der Rest Grütze. Die Zennys sind wirklich wunderbar. Aber von dem, was wir hier machen müssen, ist das etwas, was jeder schaffen kann. Wir haben ja 2 Tage Zeit dafür. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg. Hier habt ihr jetzt gesehen, was ihr bekommen könnt. Aber die 6000 Zenny solltet ihr versuchen zu erspielen. Das ist wirklich wunderbares Geld, was wir für die Aufwertung unserer Ausrüstung brauchen. Denn die ist verdammt kostspielig.